Hi Leute, willkommen zurück bei Jeder Euro zählt. Ich bin Steve und heute ein bisschen unorthodoxeres Thema. Reich mit Gewinnspielen, so heißt das Video heute. Und ihr denkt euch sicherlich vom Anfang an, Steve, was laberst du da für einen Müll? Das kann doch gar nicht funktionieren. Genauso habe ich auch gedacht, vor über 20 Jahren, wo ich damit angefangen habe, diese Idee von Gewinnspielen in den Teilnehmern, Gratis-Gewinnspielen wohlgemerkt, da kam eigentlich aus einer Laune heraus. Beziehungsweise ich hatte eine Sportverletzung und ich hatte sehr, sehr viel Zeit. Ich habe mich da ein bisschen umgeschaut und ich muss, wie gesagt, wirklich sagen, am Anfang war ich überhaupt nicht erfolgreich. Nein, dann habe ich aber ein gewisses System entwickelt und schau da, es hat geklappt. Und über all die Jahre kann ich nur sagen, es klappt wirklich. Also, wenn ihr regelmäßig an Gewinnspielen im Internet teilnehmt, ihr könnt euch wirklich ein kleines Vermögen aufbauen. Wenn ihr mir jetzt nicht glaubt, dann bleibt einfach dran. Ich belehre euch heute eines Besseren. So, da sind wir auch schon in meiner Präsentation. Reich mit Gewinnspielen. Wie man beginnt, und das ist ganz, ganz wichtig, ihr braucht einen gewissen Plan, um diese Sache zu machen. Einfach aufs Blaue hinaus, einfach mal da teilnehmen, da teilnehmen, da teilnehmen. Da werdet ihr nicht erfolgreich werden. Das kann ich euch jetzt schon zusagen, weil es, glaube ich, auch angefangen und das habe ich total genervt und gefuchst. Aber damit fangen wir jetzt an. Wie man denn beginnt. Und ganz, ganz wichtig, das kann ich jedem nur ans Herz legen, ist einfach, legt auch eine extra E-Mail-Adresse an, nur für Gewinnspiele. Weil natürlich, diese Gewinnspiele sind gratis. Was wollen diese Leute und diese Unternehmen, die Gewinnspiele veranstalten? Die möchten natürlich an eure Adressen kommen. Aber ihr würdet mit eurer geschäftlichen E-Mail-Adresse so zugespammt werden, das ist echt kein Spaß. Und deshalb legt euch eine E-Mail-Adresse nur für Gewinnspiele an, die ihr, wie gesagt, nur in Gewinnspielen eingebt. Und da kann dann alles rein oder auch in Spam-Ordner. Das kann euch dann egal sein. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, eventuell Prepaid-Handy zulegen mit Extranummer. Diese Sache ist nur optional. Ich kenne aber einige Gewinnspiele, die es auch relativ hardcore betreiben, die machen das. Ich habe es nicht jetzt persönlich. Bei einigen Gewinnspielen muss man eine Telefonnummer angeben. Da könnt ihr es so machen, ihr gebt richtig an eure Handynummer oder auch eine falsche Dings dementsprechend Telefonnummer. So machen es einige. Also als extra optionale würde ich jetzt persönlich nicht annehmen. Ich wollte nur auch der Vollständigkeit halber das eben erwähnen, dass es solche Leute auch gibt. Und ganz, ganz wichtig, und das kann ich euch extremst ans Herz legen, und das ist einfach ein Antivirenprogramm immer im Hintergrund laufen zu haben. Und da geht es auch nicht nur um die Gewinnspiele. Allgemein solltet ihr immer ein aktualisiertes Antivirensystem bei euch auf dem System haben, einfach um dem vorzubeugen, dass ihr euch nicht irgendwas draufloadet, was euch natürlich im Nachhinein schaden kann. Ich habe jetzt zum Beispiel das Avira Free Security. Damit fahre ich über die ganzen Jahre sehr, sehr gut. Ihr könnt natürlich auch jedes andere Antivirenprogramm downloaden. Wie gesagt, wie es euch halt dementsprechend beliebt. Also das waren jetzt die ersten drei Punkte. Ganz, ganz wichtig, wie man beginnt, ist schon dieses Grundgerüst, dieser anfängliche Plan. Wenn ihr damit anfängt, dann fahrt ihr schon mal relativ gut. Kommen wir zum zweiten Punkt. Cookies löschen und Autofill füttern. Wichtige Geschichte bei Cookies ist, sie immer wieder regelmäßig zu löschen, weil ansonsten euer System natürlich dermaßen langsam wird, natürlich aufgrund der ganzen Tracker und hast du nicht gesehen. Und Autofill füttern, die Autofill noch nicht kennen. Ihr könnt hier vordefinierte Adressen eingeben und wenn ihr dann das Gewinnspielformular ausfüllen möchtet, dann braucht ihr eigentlich nur drauf zu klicken, den ersten Buchstaben einzugeben und dann erscheint eure ganze Adresse. Eine riesen Zeitersparnis für euch, würde ich auf jeden Fall tun. Hier, Cookies regelmäßig löschen, auch wichtig, ich mache es alle 2 bis 3 Monate und ich schreibe dann auch Autofill zur Überprüfung nochmals neu. Ihr könnt das einmal machen, indem ihr natürlich in euren Browser direkt reingeht, switche ich gleich um, zeige es euch eben ganz kurz für die Leute, die es noch nie gemacht haben und einmal könnt ihr auch zum Beispiel Programm euch downloaden, wie zum Beispiel CC Cleaner, der kann das auch für euch erledigen. Switchen wir aber kurz mal um, dann zeige ich euch, wie das funktioniert. Sind wir auch schon, ich weiß gerade ein bisschen blöd, weil natürlich die Kamera euch oben natürlich ein bisschen das verdeckt, sollte aber nichts schlimm sein. Ich gehe jetzt vom Browser Chrome aus. Ihr müsst einfach oben ganz nach rechts gehen. Da habt ihr meistens eigentlich Missbrauch bei anderen Browserarten dementsprechend 3 Punkte. Da klickt ihr drauf und dann müsst ihr irgendwie suchen, dass ihr irgendwie auf Einstellungen kommt. Da klicke ich jetzt einmal mal drauf und damit ist euch hier aufgerufen, die Einstellung, also wie gesagt, ihr seht ja hier, ich bin im Chrome drin. Bei anderen Browsern ist es in etwa ähnlich. Und dann seht ihr hier einmal das Formular Autofill. Da könnt ihr eben hier die Adresse eingeben und einmal hier auch Datenschutz und Sicherheit. Und hier könnt ihr dementsprechend auch die Browser-Daten löschen, allgemeine Daten löschen. Sollte ganz einfach sein, wenn ihr hier Fragen habt diesbezüglich, dann klickt einfach mal unten auf die Kommentare drauf. Stellt eure Frage, ich werde es auch versuchen, so gut wie möglich zu beantworten. Aber erstmal weiter. Kommen wir zum nächsten Unterpunkt und dieser ist sehr, sehr wichtig. Schaut gerade so unscheinbar aus, so als letzter Unterpunkt hier auf dieser Seite, aber er ist extrem wichtig, Leute. Regelmäßige Teilnahme, der Schlüssel zum Erfolg.
Und wie in, bei allen Dingen im Leben muss es ETF-Sparen ist, auf Arbeit gehen, in der Regelmäßigkeit. Und das haben viele, viele Menschen einfach noch nicht verstanden. Wie gesagt, der eigentliche Schlüssel zum Erfolg liegt in dieser Regelmäßigkeit, immer wieder auch auf die gleichen Dinge zu tun, aber regelmäßig und über die lange Zeit gesehen, werdet ihr erfolgreich. Es bringt wirklich überhaupt nichts, wenn ihr es an dem einen oder anderen Gewinnspiel einzeln mal teilnimmt, wenn ihr es wirklich hardcore verfolgen wollt, beziehungsweise echt damit auch gewisses Geld generieren wollt für die Altersvorsorge, einfach eine Regelmäßigkeit. Ich mache das täglich, ich verwende darauf pro Tag 15 bis 20 Minuten, da kommen wir auch nochmal dazu am Ende dieses Vortrags, dieser Präsentation, macht das Ganze regelmäßig, am Anfang ein bisschen ungewohnt, aber ihr spart euch damit auch viel Zeit. Wenn ihr jetzt immer das alles nur immer alle 2-3 Monate macht, so wie es ich auch früher mal gemacht habe, da hockt ihr dann ein paar Stunden dran und irgendwann verliert ihr komplett die Lust und Laune. Macht es täglich, investiert hier ein bisschen Zeit, macht es regelmäßig und das Ganze wird auch dementsprechend von Erfolg gekrönt sein. Doch ihr fragt euch jetzt, ja, wie findet man denn vor allem seriöse Gewinnspiele im Internet? Hier unter Punkt 3. Einmal natürlich das Internet. Es sind Online-Gratis-Gewinnspiele. Wir gehen ja hier aus von Online-Gratis-Gewinnspielen. Natürlich über die Google-Suche. Hier, passt mir unbedingt auf. Es sind ganz, ganz viele unseriöse Anbieter und die meisten teilweise sind echt nur Adressensammler. Ob hier Gewinne überhaupt verlost werden, ist teilweise doch mehr als fraglich. Hier habe ich jetzt im nächsten Punkt, im nächsten Unterpunkt für euch zwei Anbieter, die sind relativ seriös meines Erachtens, beziehungsweise der eine ist seriös, das eine ist eine Sammlung, da sind aber auch viele Gewinnspiele namhafter Hersteller dabei, die auch sehr seriös sind oder beziehungsweise scheinen. Das ist einmal einfach sparsam.de, der eine oder andere von euch kennt vielleicht schon diese Seite. Und noch ein absoluter Spezialtipp zu Weihnachten, mein Adventskalender.de, zu Weihnachten das absolut Nonplusultra, wenn ihr ganz viele Gewinnspiele machen möchtet, mit ganz, ganz vielen Preisen, aber es braucht auch seine Zeit, sich da erstmal einzulesen, beziehungsweise wenn man da alle machen möchte, ist man, wie gesagt, einige Stunden am Tag dabei. Wenn ihr Spaß oder Freude daran habt, könnt ihr das natürlich gern machen. Ich mache es nur in gewissen Teilbereichen, weil ansonsten die Zeit habe ich auch nicht vom Beruflichen her. Aber wir klicken ganz gerne mal auf diese beiden Seiten mal drauf. Ich zeige es euch ganz kurz, geht auch ganz schnell, nur damit ihr so eine anfängliche Ahnung davon habt. So, die erste Gewinnspielseite, die ich euch vorstellen möchte, wie schon versprochen, einfach sparsam.de. Ich soll jetzt nur mal eben kurz, wie ich vorgehe. Wenn ich zum Beispiel am Morgen hier rangehe, fange ich an mit einmal Produkte, Aktionen. Hier gehe ich einmal dann drauf. Einmal mache ich dann die Produktproben, da schaue ich nach, ob es neue gibt. Und im Anschluss mache ich die Produkttests. Dann gehen wir über zu den Gewinnspielen. Einmal hier Gewinnspiele. Hier schaue ich eben, was gerade anfällt, welcher Wochentag ist, welcher Monat ist. Hier kann man einmal natürlich Sachen mit monatlicher Teilnahme machen. Das tue ich mir immer in meinen Planer notieren. Dann wöchentliche Teilnahme, tägliche Teilnahme. Dann gibt es hier auch schon die anfänglichen Adventskalender-Gewinnspiele, die ich gesagt habe, die natürlich jetzt sehr, sehr interessant sind zum Dezember hin. Auch die haben selber ein Adventsvorzeit-Gewinnspiel. Und dann kann man hier auch noch auf alle Gewinnspiele Anzeigen geben. Das sind dann die täglichen. Und da kann man dann draufgehen, dann werden euch die Gewinnspiele dementsprechend angezeigt und dann hier gehe ich immer unter Datum, um mich zu gewissern, dass ich auf dem neuesten Datum eben bin und dann kann es schon losgehen. Viel Spaß dabei! Die zweite Seite, die ich euch vorstellen möchte, ist meinadventskalender.de und das ist natürlich der absolute Geheimtipp zu Weihnachten. Das sind so eine Masse an Gewinnspielen, das ist Wahnsinn und viel interessant und auch viel Schmarrn ist dabei. Das müsst ihr euch selber eben mal aussuchen, was euch da am besten gefällt. Hier geht ihr einfach dann auf Gewinnspiele, weil es mir natürlich auch Adventskalender hier angeboten, auch per Marketing. Aber hier unter Gewinnspiele könnt ihr draufgehen und dann habt ihr Online-Adventskalender-Gewinnspiele 2022. Jedes Positive daran ist, ihr könnt die ganzen Sachen hier einherzen und dementsprechend habt ihr dann eine sehr, sehr schöne Übersicht über sämtliche Gewinnspiele, die ihr überhaupt machen wollt, weil ganz ehrlich, alle zu machen, das ist schon richtig hardcore. Ihr könnt euch ja natürlich die Zeit dafür nehmen, mir ist da die Zeit zu schade, besonders bei den Kleinstgewinnen, das ist mir dann zu viel, weil ich mit meiner beruflichen Geschichte dann doch um einiges mehr verdiene und so viel Freude habe ich dann auch nicht daran, am Tag 5 oder 6 Stunden diese Gewinnspiele zu machen. So, ich hoffe, dass ich euch hier schon mal weiterhelfen konnte, gehen wir weiter wieder zur Bildschirmpräsentation. Jo Leute, machen wir weiter hier erstmal. Auch im Internet auch habe ich hier geschrieben, natürlich über die Social Media Dinge kann man natürlich auch einige Gewinnspiele ausfindig machen. Facebook, Instagram, Twitter. Schaut einfach mal nach. Es gibt natürlich auch spezielle Facebook-Gruppen über Gewinnspiele. Es gibt dies und das. Also schaut einfach mal nach, googelt danach, wo sind denn Möglichkeiten, wo ich an Gewinnspiele rankomme. Sehr, sehr sinnvoll.
Und was ich jetzt gerade eben auch schon angesprochen habe, auf tägliche, wöchentliche, monatliche Gewinnspiele achten. Es gibt gewisse Hersteller, gewisse Homepages, gewisse Websites, die bieten diese tägliche Gewinnspiele an. Da könnt ihr jeden Tag an einer Vielzahl an Gewinnspielen teilnehmen. Das gilt auch für wöchentliche oder auch für monatliche Gewinnspiele. Also Augen auf, macht euch eine beste Liste. Am Anfang wird das nicht perfekt sein, aber im Laufe der Zeit, verspreche ich euch, kommt ihr richtig gut rein und ihr habt so einen richtigen Pool, wo ihr regelmäßig an Gewinnspielen teilnehmen könnt. Und vier ist nun eher so ein Geheimtipp, so ein Bonustipp von mir, weil nicht nur Gewinnspiele im Internet lohnen sich. Geh mal auf den ersten Unterpunkt ein. Produkttests, wie zum Beispiel Testpiloten vom Mediamarkt. Wenn ihr hinter mich schaut, der Fernseher, ein Produkttest. Hier bekommt ihr ein Produkt zugesendet, ihr schreibt dazu eine Bewertung, die muss natürlich der Wahrheit entsprechen. Ihr testet das Produkt ausgiebig auf Herz und Nieren und dürft es meistens im Anschluss dran behalten. Eine schöne Geschichte. Dann des Weiteren Produktproben. Hier habe ich mal ein Parfum angegeben, einmal auch für die Ladies unter euch. Natürlich gibt es auch Ganze für Herren. Ich habe mir seit Jahren keine Parfums mehr kaufen müssen, nur ähnliche. Ich habe zu meinen Schwestern Stammduft zu Hause, aber durch diese Produktproben, durch diese Parfumproben, ich muss gar nichts mehr kaufen. Wenn ihr jetzt natürlich seht im Laufe der Jahre, was ihr euch allein darauf spart, dass ihr kein Parfum mehr kaufen müsst, als wenn ihr überhaupt drauf steht, ist es gigantisch, Leute. Dann des Weiteren bezahlte Umfragen. Ich habe hier Musiktest 24 angegeben. Hier könnt ihr auch, wenn ihr auch ein bisschen Musik abfindet und gerne Musik hört, auch mitbestimmt, was vielleicht auch im Radio läuft, nehmt doch daran mal teil. Das funktioniert und innerhalb von ein paar Monaten habt ihr immer 10, 20, vielleicht 30 Euro dazu verdient. Das könnt ihr einlösen in gewisse Sachen wie Amazon-Gutscheine, wo ihr natürlich dann weniger bezahlen müsst für eure Wunschprodukte. Eine super Geschichte meines Erachtens, oder? Auf den vierten Unterpunkt gehen wir gleich nochmal spezieller ein. Ich schalte euch aber nochmal kurz auf diese beiden Homepages unter Testpiloten, auch Musiktest 24, damit ihr mal seht, wie das überhaupt aussieht. So, da sind wir auch schon bei den Testpiloten und die ganze Chose hier ist ganz, ganz einfach. Ihr meldet euch einfach an und es gibt jeden Monat einmal diese Produkttests, die werden dann ausgeschrieben. Ihr bewerbt euch darauf, macht eine ganz kurze Bewerbung und vielleicht habt ihr auch ihr das Glück, ausgewählt zu werden. Schöne Sache. Ich habe damit schon einigen Erfolg gehabt, konnte das ein oder andere Produkt testen. Ich nehme da regelmäßig dran teil, vielleicht auch ihr demnächst. Nächste Seite, einmal Musiktest 24, hier könnt ihr euch auch wiederum anmelden. Hier kommen regelmäßig auch Anschreiben dann per Mail, ob ihr nicht an dem oder dem Test teilnehmen möchtet. Da klickt ihr einfach drauf, hört euch Musik an, bewertet diese Musik und dann könnt ihr dementsprechend Punkte sammeln. Diese Punkte könnt ihr an einem gewissen Maximalpunktzahl dann eben einlesen, eben zum Beispiel einen Amazon-Gutschein und ich glaube, es ist auch möglich in einem PayPal-Guthaben. Eine schöne Geschichte, vielleicht ist es ja genau auch euer Ding. Mir macht es auf jeden Fall viel Freude und Spaß. Wie gesagt, schaut es euch an, ob es vielleicht eventuell für euch was wäre. Und natürlich waren es gerade diese beiden Unternehmen nur Platzhalter. Es gibt ganz, ganz viele dementsprechend Tests im Internet, sei es über Produkte, das kann Technik sein. Es ist so mannigfaltig, ihr müsst einfach nur suchen und ihr werdet auch fündig werden. Wie gesagt, vielleicht ist es was für euch, würde mich freuen, wenn euch das Spaß macht und wir auch dadurch einen Mehrwert erzielen könntet. Schauen wir mal weiter. Natürlich haltet auch immer Ausschau im Internet nach Coupons. Da kann man auch ganz, ganz viel Geld einsparen. Dann Gutscheine. Wie gesagt, Unternehmen wollen euch doch anlocken. Sie wollen euch ködern. Geben diese Geschichten. Wenn ihr das psychologisch von Unternehmen durchschaut habt und nicht auf gewisse Marketing-Tricks reinfällt, könnt ihr sogar die Unternehmen ausnutzen. Ja, ich mache das so und bei mir läuft's gut. Schaut es euch, wie gesagt, an. Und ganz, ganz wichtig, besonders bei Unternehmen, die euch interessieren, die Produkte von diesem Unternehmen, die euch interessieren, bestellt unbedingt die Newsletter. In vielen Newslettern sind Rabattgutscheine, sind Aktionen dabei. Bei vielen Geschichten, die mich interessieren, auch jetzt, man hat es hier gesehen zum Black Friday, da kommt nochmal ein 10% Gutschein drauf, dann kriegt man nochmal das, dann kriegt man nochmal das Goodiebag. Besonders wenn man ein zuverlässiger Kunde ist, auch mit dem Unternehmen, sage ich mal, interagiert, da kann man ganz, ganz viel machen und zu guter Letzt, bei den meisten Newslettern ist es ja so, wenn ihr ihn bestellt, bekommt ihr natürlich auch auf eure nächste Bestellung 5 Euro und 5 Euro sind 5 Euro. Macht es bei 10 Bestellungen im Jahr, habt ihr schon mal 50 Euro eingespart. So Leute, ich hoffe, dass es bislang sehr, sehr viel Spaß hat und vielleicht werdet ihr auch hier demnächst schon der absolute Gewinnspielprofi und verdient euch aufgrund dieser Dinge noch so ein kleines Zusatzgeld oder könnt auch ein kleines Vermögen damit aufbauen. Und zu dem Punkt kommen wir jetzt dann gleich. Weil natürlich, wenn ihr ein Gewinnspiel teilnehmt, ihr gewinnt, es kommen die ersten Gewinne rein, es kann auch an Handys sein, auch höherpreisige Gewinne. Viele Dinge braucht ihr vielleicht persönlich nicht. Diese verkauft ihr dann vielleicht auf solchen Dingen wie eBay Kleinanzeigen oder auf irgendwelchen anderen Plattformen und dann habt ihr zusätzliches Geld. Bevor ihr jetzt dieses Geld verprasst, geht doch den Weg wie ich und investiert dieses Geld und das kommt jetzt dran im nächsten Punkt.
Und da sind wir auch schon bei Punkt 5 beim Investieren. Und wie ich den Analytics immer entnehmen kann, seid ihr da am heißesten drauf. Besonders an dieser Stelle würde ich noch gerne mal dazu auffordern, lasst mir doch bitte schön ein Abo da und bitte auch ein Like, weil ich denke schon mittlerweile, dass ich euch bewiesen habe, dass ich für euch einen Mehrwert generiert habe. So, Vermögenaufbau mit Erlös der verkauften Gewinne mit 50 Euro bzw. 100 Euro monatlich, teilweise deutlich mehr. Und da sagt jetzt ganz klar, Steve, das ist ja kein festes Einkommen. Da habt ihr natürlich recht. Ich mache es in der Regel immer so, die Produkte, die ich nicht selbst brauchen kann, die verkaufe ich und das sammle ich auf einem Extrakonto, diese Gewinne. Und die im nächsten Jahr investiere ich dann eben hier bei mir in meinem Fall eben einen Welt-ETF. Das kann man monatsweise machen. Ich haue es immer auf einen ganzen Schwung rein, weil ihr wisst ja, man muss das nicht quartalsmäßig machen. Es ist egal, wie oder wann ihr eigentlich in der Regel investiert. Hauptsache, das Geld ist investiert, dass sich auch wiederum verzinsen kann. Hier wiederum ein Welt-ETF-Anlagedauer 35 Jahre, 6% thesaurieren, ohne Steuern, ohne Inflation. Einmal gehen wir hier mal von 50 Euro aus und einmal hier von 100 Euro. Bei 50 Euro, und das ist wirklich gut drin, auf Sicht eines Jahres, also wir gehen hier monatlich aus, also ich habe eigentlich noch nie in dem Jahr unter 600 Euro mit Gewinnspielen verdient, bin ich ganz ehrlich. Ich mache das jetzt über 2 Jahrzehnten. Dieses Jahr ist bislang relativ schlecht gelaufen, es kommt auch maximal so auf diese 50 Euro, aber wenn ich mir die restlichen Jahre anschaue, teilweise waren da auch nicht nur 100 Euro dabei, ich habe teilweise 400, 500, 600 Euro pro Monat dann investieren können. Also ein Jahresgewinn teilweise von 5.000, 6.000 Euro. Also das ist möglich. Das sind natürlich die sehr, sehr guten Jahre, aber unter 50 Euro, das geht auch von diesen kleinen Beträgen her, bin ich eigentlich noch nie weggekommen. Hier sehen wir, bei 50 Euro werden im Laufe eben dieser Zeit, also nach diesen vorläufigen Geschichten, die ich hier angegeben habe, fast 67.000 Euro drauf, Leute. Eine zusätzliche Altersvorsorge, dann bei mir die Regelgeschichte und teilweise ist es bei mir sogar noch höher als 100 Euro eigentlich pro Monat, was ich eben damit verdiene, kommen 134.000 Euro fast raus. Das ist gigantisch, Leute. Wenn ich jetzt schon jetzt noch meine anderen Spartipps zusammennehme, auch vielleicht mein Wunsch-Spartipp, das ist alles einfach wahre Münze für euch. Das kann sich im Alter echt auszahlen. Es kann euch, wie gesagt, echt den Popus retten, dass ihr im Alter nicht da steht und einfach komplett verarmt seid. Da schauen wir uns mal unter Punkt 6 das Fazit an und bleibt auch bis zum Ende noch dran, weil im Resümee dann gibt es noch einen Spezialtipp von mir. So, Gewinnspiele. Der Aufwand pro Tag sind ungefähr 15 bis 20 Minuten. Das kann am Anfang auch etwas länger sein. Ich bin relativ schnell mittlerweile geworden, weil ich natürlich hier auch ein relativer Profi geworden bin. Ausgenommen ist hier die Adventszeit, habe ich vorher schon angesprochen. Besonders zur Adventszeit gibt es ganz, ganz viele Gewinnspiele, auch sehr, sehr tolle Gewinne. Das kann natürlich auch über Stunden gehen. Es kommt darauf an, was ihr bereit seid, hier an Zeit zu investieren. Ich mache es hier meistens so, dass ich eben an den Gewinnspielen teilnehme, wo es sehr, sehr hochpreisige Gewinne gibt, so bis ins mittlere Segment oder halt auch ein bisschen, auch teilweise auch im niedrigen Segment, aber das sind dann nur Sachen, die mich wirklich auch interessieren, die Produkte. Dann, für wen lohnt es sich denn das Ganze? Für jeden mit niedrigen bis mittleren Einkommen. Diesen Punkt habe ich jetzt nur hier aufgenommen. Ich mache das aus anderen Sachen, aber bei vielen ist es ja so, wenn ihr jetzt sehr, sehr viel Geld verdient. Also sprich ab 25, 30, 50 Euro die Stunde aufwärts. Ob sich dann das für euch lohnt, das müsst ihr auch selber für euch entscheiden. Aber natürlich, dann wird es schon wiederum schwierig. Da arbeite ich lieber, wenn du zum Beispiel ein Selbstständiger bist, lieber in meiner Selbstständigkeit, mache hier mehr Geld, anstatt dass ich dann an solchen Gewinnspielen teilnehme. Aber kommen wir zum nächsten Punkt und da bin ich mehr, oder sehe ich mich mehr so in den nächsten zwei Punkten. Für jeden, der Spaß daran hat und Nervenkitzel und Überraschung mag, ist es einfach total spannend, ist es lustig, wenn auf einmal auch die Pakete dann hier zu Hause auf einmal eintrudeln. Es kommt auf einmal ein Paket, du hast eigentlich gar nichts bestellt, denkst dir, oh Gott, was ist denn da jetzt darin los? Und auf einmal hast du wieder irgendeinen tollen Gewinn bekommen. Also es macht richtig Fun und deshalb mache ich das eigentlich persönlich. Dann für jeden, der Langeweile hat und gerne Rätsel löst. Und wie gesagt, ich habe euch ja schon gesagt, bei mir diese ganze Sache ist der Langeweile entsprungen, wo ich eben diese Sportverletzung hatte. Und bei vielen Gewinnspielen natürlich muss man auch Rätsel lösen und das mache ich auch ganz gern. Regt auch so ein bisschen die grauen Gehirnzellen an. Das ist auch so ein zusätzlicher Punkt. Und wo ich euch davor warnen muss, wenn ihr einmal damit angefangen habt, es kann echt ein ganz schöner Suchtfaktor werden, weil man möchte sich ja auch immer wieder übertrumpfen und hat man einmal einen tollen Gewinn gehabt. Was macht man? Man möchte einen viel größeren Gewinn noch haben. Und vielleicht ist ja mal ein E-Bike dabei, vielleicht ist ja mal ein Auto dabei oder noch ein höherer Gewinn. Es gibt ja da viele, viele Möglichkeiten. Also passt mir auf, es kann zum Suchtfaktor werden, es macht Spaß. Ab und zu kann es auch stressig sein, wie jetzt in der Adventszeit. Ihr müsst es für euch entscheiden, wie ihr es machen müsst, in was für einem Bereich ihr es machen möchtet, wie viel Zeit ihr investieren möchtet. Aber ich denke, es
jetzt könnte es was für euch sein. Und natürlich der positive Nebeneffekt ist natürlich, dass ihr hier zusätzlich eine Altersvorsorge aufbauen könnt, mit der eigentlich gar keiner gerechnet hat. So Leute, konnte ich auch jetzt nur den letzten ungläubigen Thomas davon überzeugen, dass Gewinnspiele etwas für euch sein könnten, beziehungsweise dass es ein zusätzlicher Baustein sein kann für eure Altersvorsorge. Ich hoffe doch sehr. Und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, weil ihr sagt, ihr könnt euch ja gerne meine Spartipps anschauen und hier könnt ihr ja auch eine zusätzliche Altersvorsorge für euch aufbauen. Ansonsten noch mein versprochener Spezialtipp für euch. Nehmt unbedingt an diesen Adventskalender-Gewinnspielen dieses Jahr teil. Ihr könnt ja so viele machen. Ihr habt so viele Möglichkeiten, euch zusätzlich hier, entweder ihr bekommt ein tolles Produkt, verkauft dieses Produkt, habt zusätzlich Geld und natürlich in diesem Jahr ist es ganz, ganz wichtig, zusätzliches Geld zu haben, was man auch vielleicht ein bisschen zusammenhält, besonders in Bezug auf diese gesteigenden Energiekosten, damit ihr auch im nächsten Jahr keine Probleme habt, eben euren Strom oder auch eure Gasrechnung bezahlen zu können. Wenn ihr nur noch Fragen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare unten rein. Oder wenn ihr vielleicht schon der absolute Profi in Gewinnspielen seid und ich habe hier vielleicht die ein oder andere Sache vergessen, schreibt es mir gerne auch unten rein, damit in der Community auch dementsprechend so ein Feeling entsteht, dass wir uns unterstützen und wir natürlich dementsprechend hier zusammenhalten. Ansonsten hoffe ich sehr, dass euch dieses Video gefallen hat. Ihr mir jetzt natürlich ein Abo und ein Like da lasst. Ich lasse es für euch nochmal wunderbarste Euros regnen. Bleibt mir treu, werdet mir treu. Bis bald, euer Steve.